Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video, in diesem wunderschönen Tag. Es ist 20 Grad in meinem Büro warm, obwohl Herbst ist. Globale Erwärmung lässt grüßen an der Stelle. Es ist einfach wunderbar toll. Und genauso wenig, wie es die Klimaanlagenbauer bzw. die Fensterisoliermenschen oder auch generell die Menschen, die sich damit hätten beschäftigen sollen, dass dieses Haus vielleicht nicht sich aufheizt wie ein Backofen im Herbst, es nicht hinbekommen haben, ihren Job anständig zu machen, haben wir heute wieder ganz tolle Beispiele von Menschen, die einfach überhaupt nicht in der Lage sind, die einfachsten Arbeiten anständig zu verrichten. Thomas ist mal wieder als tapferer Gefährte in seinem Jedi-Outfit bzw. in seinem Assassinen-Kostüm in die Weiten des Internets gezogen, meine Freunde, und hat dort für mich sich durch verschiedenste Subreddits gekämpft, den kompletten Meme-Krieg quasi für sich ausgeschlachtet, nur damit ich jetzt hier dieses Video machen kann. Grüße gehen raus an der Stelle. Und ich würde sagen, Leute, wir schauen uns einfach mal an, was dumme Menschen so Dummes fabriziert haben. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem ersten Bild und ich kann eigentlich jetzt schon nicht mehr. Thomas, warum ist hier wieder ein Fortnite-Meme drin? Mann, Alter, du bist genauso ein Mensch, der so blöd ist für die einfachsten Berufe. Warum habe ich Kopfhörer an? Du solltest mir Bilder schicken. Du solltest mir Bilder schicken, wo Leute ihren Job nicht gemacht haben. Das Einzige, was du gemacht hast, ist mir ein Bild zu schicken, wie du deinen Job nicht gemacht hast. Warum sind hier Fortnite-Memes drin? Gut, dann ignorieren wir das einfach. Das Video kam nämlich schon letzte Woche. Ich würde sagen, meine Freunde, schauen wir einfach mal weiter. Mail the package, boss. It's a surprise party for my mother and we live together, so please can the box not look obvious. It's party supplies. Ja. Nice auf jeden Fall. Da wollte jemand wohl geheimnisvoll eine Party für seine Mutter schmeißen und hat dann gesagt, können die das Paket nicht zu obvious gestalten, dass man direkt erkennen kann, dass da Party Supplies drin sind, und die haben einfach diesen kompletten Text oben drauf gedruckt. Ihr Vollidioten, wie dämlich seid ihr eigentlich? Ja, und hier haben wir 5 Bananen in einem Kinderbuch. Ich sehe 6 Bananen. Da frage ich mich jetzt wieder, ist der Autor selber ein Kind oder vielleicht einfach nur zu dumm, und wie kann sowas abgedruckt werden? Ich meine, gerade bei Kinderbüchern, da sollte man noch doppelt und dreifach drauf. Was ist denn das? Mann, mach die Tür zu! Ruhe! Ich hasse das. Ich arbeite auch mit Menschen zusammen, die zu blöd sind, ihren einfachsten Job zu machen. Gut, schauen wir mal, was wir hier noch haben. Do not double stack, do not double stack. Ja, das ist ungefähr genauso, wie wenn ich Thomas sage, Thomas, such mir doch bitte Memes raus aus dem Internet. Und Thomas schickt mir dann Fortnite-Memes in ein Video, wo keine Fortnite-Memes vorkommen. Danke dafür an der Stelle. Ja, do not double stack, auf jeden Fall extrem gut gemacht hier. Wenn man lesen kann, ist man da auf jeden Fall klar im Vorteil. Man sieht ja auch hier schon, dass die Palette sich hier unten ein wenig verbiegt. Und wenn dann irgendwann jemand von 700 Energy-Dosen erschlagen wird, muss man sich nicht wundern. Da kann man auf jeden Fall dem Lagerarbeiter nur eine große Beförderung und eine Gehaltserhöhung geben. Painting the parking lot. Also hier hätte jemand den Parkplatz streichen sollen und man sieht ganz klar, dass derjenige erstmal keinen vernünftigen Screenshot machen kann. Thomas, es wäre vielleicht an der Zeit, dein Handy zu laden. Du hast nur noch 32% Akku. Danke dafür. Und hier sieht man auf jeden Fall, dass derjenige einfach aufgehört hat, weiterzumalen, weil ich meine, es reicht ja, wenn man einfach um den Laubhaufen drumherum malt. Man kann sich ja ungefähr ausdenken, wo die Striche sind. Klar wäre das schön, wenn das Ganze einen einheitlichen Look hätte, aber letztendlich ist es ja nicht mein verdammter Job. Deshalb schreibe ich an der Stelle einfach mal drauf. Mann, Alter, wie kann man denn so unglaublich motivationslos und dumm durchs Leben laufen? Wie geht das, Alter? Ja, hier ist das gleiche Bild nochmal, nur diesmal ausgeschnitten. Danke dafür, Thomas. Ich habe einfach das Gefühl, dass du zu diesen Menschen auch dazu hörst. Demnächst packen wir einfach das komplette Video von mir in Not My Fucking Job rein. Es wäre wirklich schön, wenn du dir ein wenig Mühe geben würdest, aber das passt schon an der Stelle. Danke dafür. Ich weiß nicht, ob er es mit Absicht macht, damit ich mich aufrege, um auf 10 Minuten zu kommen. Oder ob er einfach wirklich viel zu blöd ist. Ich weiß es nicht. Ja, diese zwei Puppen sind auf jeden Fall extrem schön bemalt und da hätte man auch vielleicht das T-Shirt einfach anständig nicht anziehen können, aber warum auch? Ich meine, es reicht ja auch, wenn man einfach das T-Shirt über den Kopf drüber zieht und der eine Arm sowieso an der Seite nicht mal durch den Ärmel durchpasst. Das ist aber auch tatsächlich der neueste Fashion-Schrei. Ich meine, Leute, das hier ist 2032, so sehen wir Menschen irgendwann alle aus und so tragen wir dann bald unsere T-Shirts. Es wird auf jeden Fall eine ganz tolle Zeit. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ganz großes Shoutout hier auf jeden Fall an die Dame oder den Herrn im Einzelhandel. Ja, und hier hat jemand versucht, ein Muster zu pflastern, hat es aber dann leider nicht hinbekommen, hat sich dann gedacht, ja gut, dann scheiße ich jetzt einfach drauf und lass es einfach so an der Stelle. Hat oben wirklich ganz gut angefangen, hier richtig motiviert und hat dann irgendwann gesagt, ja gut, jetzt liegt es einmal, Chef, was soll ich machen, Alter? Wollen wir das jetzt Ding jetzt hier wirklich nochmal aufreißen und da die Pflastersteine nochmal neu machen? Ich meine, gut, Boris hat es da drüben ganz anständig hinbekommen, aber Chef, ich meine, ich bin im dritten Ausbildungsjahr jetzt und also, das reicht ja auch so an der Stelle, ne? Ja, keine Ahnung, vielleicht ist das der innere Perfektionist, der da in mir spricht, aber ich meine, man hat doch so einen gewissen Anspruch an seine eigene Arbeit, oder? Und dann geht man doch eigentlich hin und gibt sich wenigstens ein bisschen Mühe für den Scheiß, wo man bezahlt wird, oder? Also... Ja, das merke ich mittlerweile auch, Thomas. It's Anti-Slip, Boss. Ja, und hier hat jemand einfach die Fliesen falsch rum verlegt. Mann, das ist doch nicht wahr, oder? Welcher Fliesenleger verlegt denn Fliesen falsch rum? Stellt euch mal vor, ihr zahlt für so richtig krank teure Terrakotta, Marmor, irgendwas Fliesen, Alter. Für die teuersten Steinzeugfliesen der Welt pro Fliese, pro Quadratmeter 9000 Euro. Und dann kommt ihr da hin und seht, dass der Trottel die falsch rum verlegt hat. Falsch rum. Das gehört nach unten. Das weiß sogar ich. Und ich habe zwei rechte, linke Hände, Alter.
Ja, aber immerhin rutscht man nicht drauf. Also ist vielleicht auch ganz gut. Gerade für Nasszellenbereiche, fürs Badezimmer auf jeden Fall zu empfehlen. Ey, wie können Menschen so unglaublich dumm sein? Ich verstehe es nicht, Mann. Ja, und hier haben wir ein Bild von einem Heizkörper, wo derjenige einfach das Rohr nicht an der Wand entlang geführt hat. Auch hier wieder ein großes Shoutout an Thomas, der das Bild einfach zum zweiten Mal jetzt in das Video gebracht hat. Danke dafür. Das Bild hatten wir schon mal drin. Gehen wir einfach weiter zum nächsten. Hier sehen wir jetzt im APT9 eine wunderschöne Schaufensterpuppe, die jetzt hier gerade mit zwei überkreuzten Armen, Red mal ein bisschen über das neue Assassin's Creed, Digga. Okay, 50 Euro, danke dafür. Jedenfalls sehen wir hier eine Puppe, die definitiv dazu gezwungen worden ist, das so zu tragen. Ich glaube nicht, dass man so Kleidung trägt im 21. Jahrhundert. Ich meine, es ist einfach an der Zeit, dass... Assassin's Creed. Oh, okay. Okay, der Kerl hat eine... Leute, vielen, vielen Dank auf jeden Fall an Ubisoft für die Unterstützung dieses Videos, meine Freunde. Gönnt euch jetzt 2 Minuten rein, wie ich in Assassin's Creed brutal Menschen niederschlachte und eine Menge Spaß habe im neuen Assassin's Creed Odyssey. Vielen, vielen Dank. Und danach geht's dann direkt weiter mit diesem Video. Ja! Okay, Leute, straight to game! Leonidas, bring all um! Bam, Junge, kriegst einen Tritt in dein Gesicht! Boah, das Treten macht so viel Spaß. Passt mal auf, guck mal hier. Beiseite! also, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass du gerade derjenige bist, der stirbt. Also, okay, Bruder, jetzt gibt's erstmal einen Tritt in dein Gesicht, Alter. Komm mal her hier, Junge, was soll denn das? Komm jetzt hier. Lächerlich einfach. Kann man irgendwie Loser-Tanz machen oder so? Ich meine, das war ja wirklich... Easy, ha? Ja, meine Freunde, und jetzt ist es hier auch schon soweit. Wir können zwischen Alexios und Cassandra wählen. Gar, gar, ich bin Vogel. Man sieht auf jeden Fall Open World des Todes hier an der Stelle. Ich glaube, das wird mir munden. Kann man als Vogel scheißen? Das wäre natürlich eine Option, die ich mir gewünscht hätte. Einfach mal einen fetten Schuss zu setzen. Und da oben bin ich. Cassandra im alten Griechenland. Und ich spiele auf meinem Speer ein liebliches Lied. So wie man das macht im alten Griechenland. Klar, oder? Ich bringe euch jetzt beide einfach um. Nee, es reicht mir, Leute. Und wir gehen ja spazieren. Alles, was es als Assassine braucht, ist ein schöner, guter Leichenberg. Klar, das Spiel besteht nicht nur aus NPCs töten, aber das ist ein stattlicher Leichenberg, oder? So, und dann ziehen wir mal so Rüstung an, würde ich sagen. Dann nehmen wir mal hier den hier, Bruder. Das ist eine riesige Map, meine Freunde. Da kann man auf jeden Fall einiges an Blödsinn machen. Wir gehen jetzt hier runter in die Höhle, Leute, kommt. Und auf jeden Fall ein fesches Höschen, was die hat. Das kann man nicht anders sagen, du. Reiten! Reite durch die offene Welt, Ikarus! Mein kleiner, süßer Baul, ja! Reiten wir durch die Weinfelder und bringen unschuldige Bauern um! Hier wird nicht gebetet, Alter! Upsi! Ja, Leute, ihr seht, ich glaube, ihr habt einen schönen kleinen Einblick davon gewinnen können, was hier in diesem Game alles möglich ist. Es gibt sehr viele Kletterpassagen, es gibt sehr viele Entdeckungen zu machen und sehr viele Quests tatsächlich, die hier auf euch warten. Wenn ihr das Game haben wollt, checkt auf jeden Fall mal gerne den Link in der Infobox. Ich werde auf jeden Fall so ein bisschen weiter zocken und wenn ihr wollt, dass ich vielleicht mal streame oder sowas und dass wir hier gemeinsam ein bisschen... Hör auf, ich mach grad meine Abmoderation, Mann! Und jetzt geht's weiter mit den wunderschönen Not My F***ing Job-Dingern. Also, let's go. Ja, Leute, ihr habt's gehört, Assassin's Creed ist auf jeden Fall jetzt verfügbar. Und jetzt frage ich mich einfach mal, wie kann sowas passieren? Ich meine, es ist doch nicht so schwer, die Arme da durchzustecken. Ach, ist ja auch egal. Painted the new Roadlines, Boss. Das sieht auf jeden Fall stabil aus. Ich glaube, auf der Straße gibt's die meisten Unfälle in ganz Amerika. Zumindest sieht's mir nach einer amerikanischen Straße aus. Derjenige, der da die Dinger gepainted hat, scheint auf jeden Fall das ein oder andere Bierchen zu viel getrunken zu haben. Sieht definitiv nicht nur scheiße aus, sondern ist auf jeden Fall auch krank gefährlich. Vor allen Dingen, wenn man sich halt an diese Fahrbahn halten müsste, würde man unmittelbar wahrscheinlich dann irgendwann in ein anderes Fahrzeug reinfahren. Richtig, richtig gut gemacht, Digga. Danke für die 20 Verkehrstoten auf deinen Nacken, Bruder. Richtig toll. The flat side up. Ja, so hätte man das dann auch lagern sollen oder transportieren sollen an der Stelle. Ist ja nicht so schwer. Ich meine, da sind Pfeile drauf und da steht halt die flache Seite nach oben. Aber man kann es ja auch einfach längs aufstellen. Ich meine, warum sollte man sich an die Anweisungen auf dem Paket halten? Das macht ja eigentlich auch keinen Sinn, oder? Ja, und hier sehen wir einen Typen, der einfach Sand und Kies mit einem fucking Spann... Mit einem Mann, Alter, ich kann's nicht. Ich kann... Das ist doch nicht wahr. Du kannst doch nicht mit einem Spanngurt einfach Sand befestigen. Das geht nicht, Mann. Sand ist halbflüssig, Digga. Sand ist so... Das ist das Dümmste, was ich jemals gesehen habe, Alter. Was zum Teufel? Wie kann man denn denken, dass das sicher ist? Ja, ich würde mich auf jeden Fall dann direkt bei Kargas an der Stelle bewerben. Kargas repariert und hält die Fresse. Ja, das sieht auf jeden Fall auch gut aus. Ich glaube, die Armatur soll so ein Stück aus der Wand gucken, dass man da auf jeden Fall noch die Möglichkeit hat, dass er sämtliche Spinnen und Gefieße auf jeden Fall aus der Zwischenwand rauskriechen in meine Badewanne. Das sieht nicht nur scheiße aus, sondern macht A auf jeden Fall einiges her, weil man sich an dem heißen Rohr verbrennen kann. B ist es super, super unsicher und es bricht wahrscheinlich ab und C hat man eine Menge Ungeziefer in der Badewanne.
auf jeden Fall eine richtig tolle Idee für ein Halloween-Horrorhaus. An der Stelle auf jeden Fall für eine normale Wohnung auf jeden Fall nicht geeignet. Shoutout hier an den Sanitärinstallateur. Das hast du richtig scheiße gemacht. Was? Moment mal. Was? Wo haben diese Toilettentüren denn jetzt noch einen Sinn? Man sieht doch, wer da sitzt und scheißt. Man sieht ja nur das Gesicht hier, aber man sieht ja die kompletten Genitalien. Das ist ja das Unangenehmste und Dümmste, was ich jemals gesehen habe. Das, wer hängt denn die Türen so hoch? Wer macht denn das? Thomas! Ja. Geh zurück, raus, lass mich in Ruhe. Mann, Alter. Ja, Matt Shoutout auf jeden Fall. Richtig, richtig gut gemacht. Ganz toll. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich weiß es nicht. Hier hat jemand auf jeden Fall einfach einen Beutel unter das Urinal gehangen, weil das ist ja kaputt und jetzt läuft die ganze Pisssuppe einfach da unten in einen riesigen Beutel rein. Echt lecker, vor allen Dingen, weil ja scheinbar immer noch Leute oben drauf pinkeln. Was ist denn, wenn da jemand ein Loch reinmacht in diesen Beutel? Der sieht ja nicht mal, dass es ein Müllbeutel ist. Der reißt doch irgendwann. Das ist doch, macht man sich darüber keine Gedanken? Ich meine, man geht ja nicht dahin und hängt einfach ein, das ist, also angenommen, jetzt ist hier jemand, der hat eine offene Wunde im Bauch. Ich klebe da ja nicht einfach Klebeband drüber. Das ist ja auch, also, das bringt ja nichts. Ach. Lady Bricks, yeah, whatever. Ja, dann pflaster einfach mal die Straße und mach's einfach genauso, wie du willst. Keine Ahnung, leg die Steine einfach irgendwie hin. Ist mir scheißegal, braucht kein Muster haben. Gut, der Zebrastreifen sollte andersweise erkennbar sein. Aber ganz ehrlich, wenn du zu wenig Steine hast, Digga, mach einfach, wie du willst. Das passt schon irgendwie. Sieht auf jeden Fall toll aus. Ist ein schönes Muster hier. Gerade auch hier alles um den, um den Gullideckel herum. Ja, schön, schön, schön. Ja, gut gemacht. Toll, toll. Ja, hier habe ich auf jeden Fall meine neue Uhr aufgehangen, dachte ich mir. Und die hängt auf jeden Fall jetzt richtig, richtig gut an der Stelle. Einfach mal ein Loch in die Decke gefräst und dann die Uhr dahin gehangen. Jetzt kann man natürlich diskutieren, was war zuerst da, die Uhr oder die Riegelsdecke. Ich würde sagen, auf jeden Fall hat einer der beiden richtig dick Scheiße gebaut. Ich nehme einfach mal an, dass die Uhr trotzdem noch funktioniert und man kann ja den unteren Hand der Uhr auf jeden Fall sehen. Also wenn es halt sich in diesem Uhrenbereich hier befindet, die Zeit, dann kann man ja ungefähr abschätzen, wie viel Uhr es ist. Also zum Beispiel kann man 5:30 ganz gut lesen oder 6:30 oder 7:30. Dann hört es auch schon auf an der Stelle. Well done auf jeden Fall. Richtig, richtig gut. Macht auf jeden Fall weiter so und wundert euch nicht, warum ihr irgendwann entlassen werdet. Ja, oder einfach auch mal einen Fahrradweg dahin bauen, wo mittendrin ein Baum steht. Ich meine, man kann ja hier ganz gut erkennen, dass die Fahrradfahrer hier mal links und rechts vorbeifahren. Ist ja auch irgendwo natürlich, weil kein Fahrradfahrer fährt halt gerne gegen einen Baum. Also ich für meine Teile auf jeden Fall schon mal nicht. Aber man hätte den Fahrradweg ja auch einfach, also links oder rechts davon, um den Baum drumherum machen können. Aber ja, ich will nicht wissen, wie viele Leute da, die auf ihr Handy geguckt haben beim Fahrradfahren, sich da schon das Genick gebrochen haben. Ja, und ich habe jetzt hier einfach an der Stelle mal die extra Farbe in den Gulli gegossen. Ist auch eine tolle Idee gewesen. Sieht auch super aus. Der Gulli ist damit hinüber und wahrscheinlich die ganzen Giftstoffe und Chemikalien jetzt im Wasserkreislauf. Ganz tolle Arbeit an der Stelle. Das ist doch wirklich so, wie leben diese Menschen wirklich, wie existiert so ein Mensch, der nicht von A nach B denken kann? Wie existiert so ein Mensch? Ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe es nicht und es reicht mir jetzt auch. Nee, ich kotze gleich, Alter. Ich kann nicht mehr, Leute. Das macht mich aber nur fertig. Das war's von diesem Video. Schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung zur Assassin's Creed vorbei. Schaut auf jeden Fall nicht bei Thomas vorbei, der gerne Assassin-Kostüme seiner Freizeit trägt. Und damit bin ich dann raus. Ich weiß nicht, Alter. Das ist...